Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine lieben Gläubigen, deine Lippen sind mit Anmut übergossen. Darum bist du gesegnet auf immer vom Herrn. So singen wir heute im Graduale, meine lieben Gläubigen. Deine Lippen sind mit Anmut übergossen. Wahrhaftig, wovon gilt das, wenn nicht von den Lippen Mariens, die gesprochen hat: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Und damit ist nicht nur über sie, sondern über das ganze Menschengeschlecht der unendliche Segen Gottes ausgegossen worden. Und das feiern wir am heutigen Hochfest. Das Wort ist Fleisch geworden durch diese anmutigen Worte in ihrem Schoße Mariens. Und meine Lieben, ich bin überwältigt von den Texten der Heiligen Liturgie, insbesondere von Lesung und Evangelium. Und ich habe euch ja immer wieder gesagt, wie wunderschön Epistel und Evangelium aufeinander abgestimmt sind. Und ich meine, das gilt heute ganz besonders. In der Epistel steht Achaz im Mittelpunkt. Achaz ist der König des Südreiches. Das auserwählte Volk war ja gespalten in das Nord- und in das Südreich. Und im Südreich in Jerusalem regierte von 736 bis 721 der König Achaz. Er war der achte Nachfolger nach König Salomon und steht in der großen Verheißungslinie bis hinunter dann zu Messias. Aber dieser Achaz war vollkommen gottlos. Er hatte eine reine Machtpolitik, aber hatte viel Scheitern und Niederlagen erleben müssen. Und nun spitzt sich seine politische Lage immer noch mehr zu. Der König Fakhe, der König des Nordreiches, und der König von Damaskus, der König von Syrien, tun sich zusammen, verbünden sich gegen das Südreich. Und in dieser äußersten Bedrängnis schickt Gott den Propheten Jesajas zu Achaz und lässt ihm sagen: Fordere dir ein Zeichen, sei es oben im Himmel oder unten in der Tiefe. Und Achaz antwortet: Ich will kein Zeichen fordern, ich will den Herrn nicht versuchen. Er heuchelt noch, er wolle den Herrn nicht versuchen. Nein, er will kein Zeichen, weil er ungläubig ist. Und nun kommt das Großartige. Gott denkt quasi ein bisschen salopp gesagt: Ach du Schnösel mit deiner gottlosen Politik. Ich selber will dir ein Zeichen geben. Souverän, majestätisch. Und was ist das Zeichen? 10.000 Reiter, 5.000 Panzer und 8.000 Kanonen. Das Zeichen ist ganz fein und schön. Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären. Das ist das Zeichen Gottes. Gott denkt an seine Uroffenbarung, an sein Protoevangelium. Feindschaft will ich setzen zwischen dir, der Schlange, und der Frau, zwischen deiner Nachkommenschaft und ihrer Nachkommenschaft. Sie wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihre Verse nachstellen. Das wird sich hier wieder einmal erfüllen. Und dieser Achaz betreibt weiterhin seine gottlose Taktik und Politik und wird den Tempelschatz rauben, um damit den König von Assyrien zu gewinnen gegen seine beiden Gegner. Aber da scheitert Achaz, verliert die Souveränität. Er lässt einen heidnischen Altar in Jerusalem bauen und überall heidnische Altäre errichten. Und endet vollkommen in der Gottlosigkeit. Er wird dann nicht
bei den Königen begraben, sondern einfach so in der Stadt. Und nun absolut souverän über dem ganzen Gott mit seinem Zeichen. Und das erfüllt sich im Heiligen Evangelium. 800 Jahre später, Gott hat Zeit. Nun wird die Jungfrau empfangen, einen Sohn gebären. Und sein Name wird sein Jesus, er wird herrschen in Ewigkeit über das Haus Jakob. Seines Reiches wird kein Ende sein. Welche Majestät, welche Souveränität Gottes. Und meine Lieben, so ist es auch im Neuen Bund. Immer wieder drohte die Christenheit unterzugehen, zum Beispiel durch den Islam. Denken wir an die Schlacht von Belgrad, von Stuhl-Weißenburg, von Lepanto, von Wien. Und die Christenheit war zerstritten und die Päpste hatten gerade noch mit Hilfe Mariens die Siege errungen, großartige Siege. Und Maria hat wieder der Schlange den Kopf zertreten in all diesen großartigen Schlachten. Und heute, meine Lieben, ist es so schlimm wieder wie zur Zeit Achaz. Wir haben eine gottlose Regierung und wenn wir die Worte von Papst Pius dem 11. ernst nehmen, die er über die Ökumene spricht und damit auch über den heutigen Vatikan, dann endet dieses Desaster in Rom ebenfalls im Atheismus. Gottlosigkeit zur Rechten, Gottlosigkeit zur Linken. Und da hinein spricht nun nicht ein Prophet Jesajas, sondern die Jungfrau selber. Maria ist erschienen in Fatima und sie sagt mit der größten Souveränität, mein unbeflecktes Herz wird triumphieren. Noch großartiger als der Prophet Jesajas in dieser gottlosen Zeit. Meine Lieben, die unendliche Majestät Gottes lässt sich von dem Geschnösel dieser Gottlosen nicht in die Enge treiben. Er wird siegen. Durch seine Auserwählte, durch seine Taube wird er siegen. Für immer bist du gesegnet. Wahrhaftig, deine Lippen sind mit Anmut übergossen und für immer bist du gesegnet. Und wenn wir dieser Jungfrau treu sind, dann sind auch wir gesegnet. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.